Als Archie Harrison Mountbatten Windsor 2019 das Licht der Welt erblickt, steht ihm ein prunkvolles Leben in den altehrwürdigen Mauern der britischen Königsfamilie bevor. So scheint es jedenfalls, als Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren Sprössling in der St. George's Hall von Windsor Castle der Welt präsentieren. Doch die Familiengeschichte soll sich anders schreiben. Von einem Leben im Palast mit royalen Pflichten und Gepflogenheiten sind die Sussexes im kalifornischen Montecito über 8.564 Kilometer entfernt. Der jüngste Zuwachs der kleinen Familie, Lilibet Diana, ist fernab des königlichen Trubels an der amerikanischen Westküste geboren. Doch wer nun glaubt, die Kleine bekäme von der royalen Atmosphäre nichts mit, der irrt. Denn Baby Lilibet residiert in diesem rosa Traumschloss. Neben dem atemberaubenden Ausblick auf das Meer und die kalifornischen Wälder hat die Urenkelin der Queen noch einen weiteren Balkon in ihrem luxuriösen Kinderzimmer. Neben dem edel behangenen Himmelbett führt eine rosa Treppe hinauf auf eine königliche Empore, auf der viele Kuscheltiere auf die Prinzentochter warten und zwei rosa Türmchen in die Höhe ragen. Falls das eigene Reich dem Windsor-Spross aber doch mal zu klein werden sollte, findet er in der 14.500 Quadratmeter Villa sicher noch andere aufregende Spielmöglichkeiten, etwa den hauseigenen Spielplatz auf der Parkanlage des mediterranen Traumhauses. Diesen hat die Mini-Royal jedoch nicht ganz für sich allein. Brüderchen Archie hat da sicher auch noch ein Wörtchen mitzureden.